Dann kommen wir zu einem weiteren interessanten Themenkomplex. Und zwar habe ich den überschrieben mit das feste Gerüst, Fragezeichen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich erstmal zwei Aussagen, zum einen von Thomas Hitzesberger, zum anderen von Sven Mislintat vorlesen, die mir sehr gut gefallen haben in den letzten Tagen. Ich zitiere jetzt aus einem Tweet von Thomas Hitzesberger, der schrieb, nach dem Aufstieg, muss man im Endeffekt sagen, also nach dem 6-0 in Nürnberg, macht verdammt viel Freude mit den beiden, gemeint sind Matarazzo und Mislintat. Als es unruhig wurde, standen wir zusammen. Danke an alle, die uns unterstützt haben. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und werden für den VfB alles geben. Das ist jetzt erstmal so ein Tweet, da könnte man sagen, ja, klar muss er das ja so irgendwie raushauen, aber für mich ist das wirklich was Besonderes, wenn der Vorstandsvorsitzende solche Worte wählt und sich dann auch so direkt an die Fans richtet, muss man ja sagen. Also zum einen die klare Aussage, dass man intern zusammengehalten hat, ja, als es unruhig wurde, das tut jetzt schon mal gut und wirkt bei Hitz irgendwie auch ein Stück weit ehrlicher, als wie wenn das sonst vor irgendwelchen Sky-Mikrofonen erzählt wird. Aber in diesem Tweet kommt es für mich irgendwie ehrlicher rüber. Auch wenn man das Foto dazu sieht, Mislintat, Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger sitzen zusammen mit Pellegrino Matarazzo auf einer Treppe im alten Nürnberger Stadion. Wie heißt denn das jetzt eigentlich aktuell? Max Morlock. Max Morlock heißt es, okay. Ja, also das sieht schon relativ vertraut aus, muss man sagen. Und was mir dann auch gut gefallen hat, Sebastian, ist die Aussage, wir haben noch einen weiten Weg vor uns und werden für den VfB alles geben. Also es geht mir darum, dass man eben diesen weiten Weg auch so erkennt und nicht direkt nach dem Aufstieg schon wieder verkündet, dass man in 4 Jahren dann doch mal oben wieder angreifen möchte. Das ist einfach etwas, das tut, glaube ich, jedem VfB-Fan gut, wenn er solche Tweets liest von seinem Vorstandsvorsitzenden. Ja, und das ist halt schön, weil das kommt dann, wie du sagst, sehr authentisch rüber, weil so ein, weiß ich nicht, Marketingabteilung-Tweet wäre, ne? Noch ist es nicht sicher, aber heute haben wir den Grundstein gelegt und geben nochmal Vollgas im letzten Heimspiel gegen Darmstadt, ja? Und dann denkst du, ja gut, das habe ich gelesen, aber das ist egal. Aber das ist natürlich ein Tweet, den er das, wie er ihn formuliert hat, der ja löst dann in einem schon so ein bisschen mehr aus. Und ja, das freut einen und man glaubt auch, dass er das ernst meint, was er da schreibt. Ja. Sven Mislintat bestätigt das mehr oder weniger noch. Er sagt, hier quatscht keiner rein. Wir sind ein Team. Ich glaube, dass gerade in den letzten Wochen sehr offensichtlich und eindeutig zu sehen war, dass hier ein richtiges Team vorne steht. Gerade in den Phasen, wo es nicht gut läuft, wo richtig Gegenwind ist, trennen sich die Spreu vom Weizen. Wir wissen ganz genau, was die anderen für eine Qualität und einen guten Kern haben und um sehr lange sehr gut zusammenzuarbeiten. So, jetzt haben wir es zu Ende gebracht, diesen Satz. ja, also dieses treten sich die Spreu vom Weizen, das hat mich jetzt irgendwie aus dem Tritt gebracht. Aber sei es drum, also auch er sagt das im Endeffekt, man steht zusammen, man ist ein Team. Ja, und also vielleicht falle ich da jetzt gerade auf einen riesen Hoax rein oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass solche klaren Worte dann doch die Ausnahme waren beim VfB in den letzten Jahren. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass es dann auch wirklich hinter den Kulissen so abläuft, wie es hier beschrieben wird von beiden, würde ich mal sagen, sportlich wichtigsten Funktionären. Nee, also ich glaube schon, dass das, also erstmal die Klarheit in den Aussagen, in den Statements, das ist tatsächlich was man lange Jahre vermisst hat. Und was Mislintat sagt, hier quatscht keiner rein, wir sind ein Team, das glaube ich ihm sofort. Allerdings war das ja auch in der Phase der Rückrunde, wo es jetzt gar nicht gut lief, hatte man ja fast so ein bisschen das Gefühl, es wäre vielleicht mal gut, wenn einer reinquatscht, ne? Also wenn man das Thema Berufsanfänger auf den jeweiligen Positionen schon mal thematisiert, ja. Also da in diesem Team, dass sie eindeutig sind, es besteht halt aus Anfängern, aus den jeweiligen Positionen und dieser Situation, die sich dann konfrontiert sahen, gegen KSC das Derby zu verlieren, viel Gegenwind zu bekommen, die hat keiner von denen erlebt auf der Position. Natürlich ist Thomas Hitzesberger ein super erfahrener Spieler und Funktionär und ist medienerfahren, aber als Vorstandsvorsitzender, als Chef des VfB Stuttgart hat er so eine Situation noch nie erlebt. Das gleiche gilt halt auch für Mislintat als Sportdirektor und für Matarazzo als Trainer. Ja? Und das ist ja gut, wenn sie sich einig sind, also das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, aber man war in der Phase ja nicht sicher, ob sie
die richtigen Entscheidungen treffen können, dann vielleicht auch aufgrund mangelnder Erfahrung. Und da hätte man sich fast gewünscht, es wäre jemand mit viel Erfahrung, der ihnen reinquatscht und sagt, Jungs, ich sehe das irgendwie komplett anders. Aber sie haben die Kurve bekommen und das wünscht man ihnen ja auch auf jeden Fall, dass sie Erfolg haben, wirklich, weil sie sympathisch sind. Das ist erstmal jetzt keine Qualifikation, um einen erfolgreichen Fußballclub zu führen, aber ich finde, ja, nach dem, wo wir herkommen, mit Führungspersönlichkeiten wie Wolfgang Dietrich und Michael Reschke, tut das halt einfach wahnsinnig gut, da Leute stehen zu haben, die dann solche Tweets schreiben, solche Statements dann tätigen und mit denen man sich dann einfach, von denen man wünscht, sie sind halt möglichst lange beim VfB. Ja, und jetzt komme ich mal zu der Aussage, die uns eigentlich zu diesem Segment gebracht hat und die kommt auch wieder von Sven Mislintat. Da geht es so ein Stück weit um ja den Kader auch für die kommende Saison. Da meinte er nämlich, wir haben auch jetzt schon eine sehr, sehr gute Qualität und viel Potenzial in unserem Kader. Wir können uns auf die Aufgabe freuen und glaube, dass wir eine sehr gute Qualität haben in unserer Mannschaft. Mit einem guten Gerüst, einer guten Mischung, wir drehen die kleinen Stellschrauben nach der Saison. So, Sebastian, erste Frage. Das Gerüst, das der VfB da auf dem Platz hat. Erkennst du das? Also fallen dir da jetzt wirklich so ein Gerüst an Spielern ein, die für dich dann das Gesicht auch ein Stück weit der kommenden Saison bilden sollen? Also ich sehe in der jetzigen Phase, sehe ich ein Gerüst. Ich finde es schwierig jetzt zu sagen, also der Aufstieg ist fix, also am ersten Spieltag dann der Bundesliga-Saison, wer ist da das Gerüst? Also das jetzt schon zu sehen, finde ich schwierig, gerade aufgrund halt auch Spielern wie Kobel oder Stenzel, die halt ausgeliehen sind, aufgrund von Spielern wie Gonzales, die Begehrlichkeiten wecken von Teams, mit denen sich der VfB vermutlich nicht messen kann, wenn es darum geht, irgendwie einen Spieler zu halten bzw. zu verpflichten. Also ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt schon ein Gerüst zu sehen, für eine Bundesliga-Saison? Also mir geht es da ähnlich. Also aktuell sehe ich Endo als den ersten sozusagen des Gerüsts. Ja. Dann Torwart hast du schon angesprochen. Da wissen wir im Endeffekt noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Auch da verdichten sich wohl die Anzeichen, dass Gregor Kobel vielleicht dann doch eher woanders hingehen wollen würde. Da heißt es zumindest, dass die Berater sehr akribisch den Spieler am Markt anpreisen, möchte ich mal sagen. Und das würdest du jetzt ja nicht machen, wenn du dir sehr sicher bist, dass du hier in Stuttgart bleibst. Das heißt natürlich so, als davon ausgeht, also kann ich ja kurz sagen, also als Gerüst sehe ich Endo, genauso wie du. Ich sehe Marc-Oliver Kempf und ich sehe Sascha Kalajdzic. Also das sind die, und von das denen ist schon, ich denke, optimistisch. Die haben die Qualität für die Bundesliga und sie werden eigentlich weggekauft. Also das ist schon optimistisch, weil Kalajdzic ist ein verletzungsanfälliger Spieler, Marc-Oliver Kempf musste man jetzt in der Saison auch erleben, dass er dann das ein oder andere Mal auch ausfällt. Gut, das sind natürlich jetzt Sachen gewesen, also der Kieferbruch und auch die Schultergeschichte jetzt, das deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass der Spieler grundsätzlich häufig verletzt ist, aber er hat auch eine gewisse Verletzungshistorie, wo man sich jetzt nicht unbedingt nur auf diesen Spieler verlassen sollte. Also ich genau, also mit Gerüst meine ich jetzt auch nicht, dass es der Spieler, von dem ich glaube, dass er in der kommenden Saison 30 Spiele macht. Das ist jetzt nur mein Gerüst, wenn du sagst, hey, plan doch mal jetzt bitte den ersten Spieltag der Bundesliga. Welche drei Spieler sind denn für die Startelf mal in deiner Perspektive sicher noch beim VfB und sollten dann spielen. Und da würde ich ihn auf jeden Fall dazuzählen. Aber klar ist, wie du sagst, junger Spieler, erste Saison dann Bundesliga oder überhaupt deutscher Fußball, weil das kann man jetzt ja gerade nicht sehen, was er diese Saison dann noch gespielt hat mit dann vermutlich drei Startelf-Einsätzen. Du brauchst für ihn natürlich auf jeden Fall noch ein adäquates Backup. Ja, Yannis Serra, ich sag's immer wieder, der Spieler möchte gerne verkauft werden, hört man. Beziehungsweise Kiel ist auch daran interessiert, den Spieler abzugeben. Der hat nur noch Vertrag bis 2021 und man möchte gerne etwas Geld mit diesem Spieler machen. Und eigentlich sollte Yannis Serra wohl schon sich relativ in fortgeschrittenen Verhandlungen mit irgendeinem englischen Club befinden. Aber das ging jetzt dann irgendwie in die Hose durch Corona, heißt es. Und trotzdem will Kiel natürlich Ablöse generieren. Gleiches gilt übrigens auch für Lee. Den wollen sie aber auch verkaufen. Dessen Vertrag läuft, glaube ich, auch 2021 aus. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Das ist jetzt einfach so aus dem Kopf raus. Aber Yannis Serra hätte ich nichts dagegen. Das würde ich mir gefallen lassen. Und nochmal zum Gerüst. Also ich denke mal, in Sven Mislintats Überlegungen spielt da natürlich auch ein Gonzalo Castro eine Rolle. Also den sehe ich in Mislintats Gerüst auch noch mit auftauchen. Genau, den sehe ich auch in seinem Gerüst, aber ich sehe ihn halt nicht in meinem Gerüst. Genau, da sind wir uns einig. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Dani Didavi
das Gerüst mitbilden soll. Ah, da bin ich mal sehr gespannt. Also wie gesagt, nach dem Platzverweis und dann Knieprobleme, dann muskuläre Probleme, dann irgendwelche anderen Probleme und wieder Probleme. Also wir werden in dieser Saison nicht mehr im VfB-Trikot sehen und mich würde es auch nicht wundern, wenn wir ihn gar nicht mehr im VfB-Trikot sehen. Also da bin ich mal echt gespannt, wie das weitergeht. Das würde mich wundern. Also das würde mich wirklich wundern. Ich glaube, dass der auf jeden Fall beim VfB bleiben wird. Und ich glaube auch, dass der Einsätze bekommt in der kommenden Saison. Und was ich mir wünschen würde, wäre einfach wirklich eine echte Alternative zu Didavi. Das werfe ich jetzt übrigens auch Mislintat gerade gar nicht vor, dass es da keine gibt. Denn eigentlich war Philipp Clement ja so ein Stück weit als Alternative gedacht, aber der konnte es halt auch nicht so richtig abrufen. Aber ich glaube, das würde Daniel Didavi auch ganz gut tun, wenn er nicht diesen Druck ständig hätte, immer auch dann spielen zu müssen, vielleicht wenn es hier und da mal zwickt, vielleicht dann doch mal verzichten zu können. Also einfach, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Daniel Didavi leichter ersetzt werden kann. Jetzt aktuell vermissen wir den natürlich nicht groß, aber ich erinnere da an die Hinrunde, als er ausfiel, ging es beim VfB komplett den Bach runter. Es lag natürlich nicht nur an dem Ausfall von Daniel Didavi, aber ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass wenn er dabei gewesen wäre, Spiele gegen Kiel vielleicht nicht verloren gegangen wären. Also das ist natürlich jetzt über die Statistik, dass der VfB mit Didavi halt deutlich mehr Punkte geholt hat als ohne Didavi. Ja. Andererseits, ich habe gerade mal das kurz aufgerufen, er hat 19 Spiele gemacht von 33 möglichen. Also ja. Und es werden die Saison davor auch nicht mehr werden, ne? Also es werden eher, denke ich mal, weniger werden. Insofern kannst du, glaube ich, kannst du mit ihm für eine halbe Saison quasi irgendwie planen. Also, um das abzuschließen, ich sehe einfach noch nicht das Gerüst vor mir, ja, für die neue Saison. Also das ist mir noch nicht ganz klar, wie der VfB da auftreten wird, und er muss sich definitiv verstärken, also ob das jetzt die Innenverteidigung ist, Außenverteidigerposition, offensives Mittelfeld, Sturm, vermutlich auch in Sachen Torwartposition, also da gibt's einfach noch genügend Baustellen, und deswegen bin ich noch nicht so weit, von einem Gerüst zu sprechen, aber ich sehe natürlich schon, was möglich wäre, ja, vor allem wenn Spieler gesund bleiben und die Leistung abrufen können, die sie in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, dann ist da auch vielleicht ein Gerüst zu erkennen, aber ja, also man muss da wirklich gerade aufpassen, dass man nicht alles verklärt aufgrund der letzten beiden Spiele, weil ich habe schon das Gefühl, dass... ich finde es total spannend, welche Strategie Mislintat auch jetzt dann anwendet, um die Mannschaft halt auf Bundesliga-Niveau zu hieven. Also wir haben es ja auch in der vergangenen Saison gesehen, da gibt es halt dann quasi einmal das Modell Union Berlin, die haben ihren Kader ja, glaube ich, auf über 30 Mann aufgebläht, ne, und haben irgendwie unfassbar viele neue Leute gekauft, und daraus hat sich dann tatsächlich eine Mannschaft rauskristallisiert, die Klasse jetzt einigermaßen souverän, kann man fast sagen, gehalten hat. Ne? Es sah am Anfang nicht so aus, aber das hat funktioniert. Alte Spieler, junge Spieler, also wirklich einmal so querbeet, hat funktioniert. Und dann gibt's halt Mannschaften wie in SC Paderborn, die sich, glaube ich, nur punktuell verstärkt haben, wenn überhaupt. Und da hat's halt nicht funktioniert. Und ich glaube, gerade für Mislintat, der wirklich, hat man immer so den Eindruck, so ein bisschen auf der Jagd nach dem nächsten Supertalent ist, ist das natürlich auch eine Chance halt, einfach auch viele Spieler zu kaufen und zu gucken und zu hoffen, dass einer dann dabei ist, der halt so richtig einschlägt. Und deswegen tue ich mich halt jetzt mit dem Statement, das Gerüst steht, schwer, weil ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass der VfB in der Sommerpause noch irgendwie 5 oder 7 Spieler neu dazu holt. Also ich habe kein Problem damit, wenn Sven Mislintat nach jungen Spielern Ausschau hält und da den nächsten Dembélé nach Stuttgart holen möchte, also charakterlich hätte ich was dagegen, aber ja, sportlich nicht. Aber also, wenn es nach mir geht, dürften es mehr von diesem Kaliber Kevin Stöger, der ja aktuell auch mit dem VfB in Verbindung gebracht wird, sein. Weil ich glaube, solche Spieler fehlen uns noch ein Stück weit. Wobei das natürlich dann auch wieder eine kleine Wette ist. Ja, also Stöger funktioniert halt grandios in Düsseldorf, funktioniert ja auch in Stuttgart unter Matarazzo. Wir wissen es noch nicht so genau, aber so vom Grundsatz her so ein sehr sicherer, solider Spieler, von dem du im Endeffekt immer das bekommst, was du erwartest, und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, ja, also aber underperformed nie, möchte ich sagen. Solche Spielertypen, die fehlen jetzt nochmal in der Breite dann auch ein Stück weit. Also das. Ja, das ist ja quasi genau der Transfer von Christian Gentner zur Union Berlin, den du beschreibst. Nur gerne 5, 6 Jahre jünger. Ja, okay, na klar, aber grundsätzlich ist so ein Spieler, wo du sagst, okay, eigentlich brauche ich den, der beim Kicker immer Note 3 oder 4 bekommt, aber auf den kann ich mich halt verlassen. Ja, ist absolut richtig. Also ja. Und dazu dann, wie gesagt, gerne noch 2, 3 Talente, allerdings jetzt auch nicht solche Talente wie jetzt zum Beispiel ein Koulibaly, da würde ich jetzt auch diese Saison
Saison drauf verzichten, weil du hast natürlich einen potenten U19-Jahrgang, den du dann wieder Steine in den Weg legst. Aber wenn du jemanden hast, der mit 20 Jahren schon seine Klasse ein Stück weit nachgewiesen hat, ja, und dann einfach vielleicht jetzt den VfB als nächsten Schritt wählen möchte und dann auch direkt auch schon helfen kann, finde ich solche Transfers auch okay. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt direkt wieder solche Experimente, von denen wir nicht genau wissen, wie die dann ausgehen, ob die ja durch die Decke gehen oder eher nicht. Also ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt, was der VfB da in den nächsten Wochen präsentieren wird, denn ich könnte mir vorstellen, dass es da schon relativ bald die ersten Meldungen dann gibt. Also ganz untätig wird so ein Sven Mislintat auch nicht sein. Und erinnere dich an die letzte Saison, da war der kaum da und hat schon den Clement präsentiert. Und dann ging es ja mehr oder weniger im Tagesrhythmus weiter. Ganz so schlimm. Ja, nee, deswegen bin ich mal gespannt, also wie der VfB jetzt in der Sommerpause seine Transferpolitik bestreiten wird. Also eher Qualität, vermeintliche Qualität oder eher dann doch Quantität, so ein bisschen Trial and Error. Also erstmal viele Spieler verpflichten und gucken, wer dann zündet, ist natürlich dann eine Mammutaufgabe für einen Trainer. Aber klar, die Transfers werden ja hoffentlich in enger Absprache zwischen Trainer und Sportdirektor abgewickelt. Und aber das finde ich spannend. Also wie macht der VfB seinen Kader Bundesliga tauglich? Und wenn man jetzt das Team sieht, das jetzt das Finale der Zweitligasaison bestreitet, dann wird man sehen müssen, wie viele davon wirklich am ersten Spieltag der Bundesliga noch auf dem Platz stehen. Und vielleicht sind es gar nicht so viele. Ja, abschließend zu dem Themenkomplex vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze zu Sven Mislintats Auftritt bei SWR Sport nach dem Derby, nach dem verlorenen Derby gegen Karlsruhe. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du es gesehen? Ach so, nach dem Derby, ja, das habe ich gesehen, natürlich, das habe ich gesehen. Was ich nicht gesehen habe, ich glaube jetzt nach dem Spiel gegen Nürnberg gab es auch ein ganz kurzes Interview vom Lennart Brinkhoff mit Sven Mislintat, ich glaube vor in der Mercedesstraße. Ja. Das habe ich nicht gesehen, aber seinen Auftritt im Studio habe ich gesehen. Ja, wie schätzt du das ein? Es war ja doch dann relativ reserviert und ich sag mal, Eigenkritik oder so eine Selbstreflexion der aktuellen Lage, die vermisste man da als VfB-Fan so ein Stück. Ja, also ich fand der Auftritt von Sven Mislintat bei Sport im Dritten war nicht überzeugender als der Mannschaft in Karlsruhe. Also das fand ich nicht gut. Also er sah ja auch echt ein bisschen fertig aus, wie wir alle wahrscheinlich, wenn wir da gesessen hätten. Aber das, nee, also fand ich, war kein gelungener Auftritt und ich denke, das sollte auch irgendwie nicht der Anspruch sein. Also alles ist gut und es wird schon und so. Das war mir dann auch ein bisschen zu unreflektiert. Ja, also das gefiel mir auch nicht besonders gut. Eine Aussage will ich trotzdem ganz kurz hier vorlesen von Sven Mislintat, weil die uns in den nächsten Komplex überleiten wird. Und zwar meinte Sven Mislintat auf die Frage, ob der VfB zu wenig Führungsspieler hätte. Fakt ist, dass wir unsere Führungsspieler mehr brauchen. Es muss ein Wir-Gefühl da sein. Wir müssen an unseren Zielen arbeiten. Das, habe ich mir da notiert, sagt Sven Mislintat nach dem 31. Spieltag, dass man die Führungsspieler mehr brauche und das Wir-Gefühl da sein sollte. Also, da kann man natürlich jetzt sagen, das ging gut, aber eigentlich war meine Frage nach dieser Aussage, ihr braucht am 31. oder ihr müsst am 31. Spieltag noch am sogenannten Wir-Gefühl arbeiten, dann muss aber schon ganz schön viel schiefgelaufen sein in den Wochen davor. Und das macht mir jetzt eben auch noch ein Stück weit Bauchschmerzen, ob wir das, was wir jetzt gerade sehen, eher als Ausreißer betrachten sollten oder ob die Mannschaft wirklich in den Spielen zuvor einfach immer gehemmt war und mit dem Druck nicht umgehen konnte. Beides befriedigt mich nicht wirklich jetzt als Antwort, weil ich erwarte einfach von so erfahrenen Spielern wie Castro, Bartstuber, Gomez, da erwarte ich schon so ein Stück weit auch, dass man mit diesem Druck besser umgehen kann, als man das dann offensichtlich konnte. Also das ist ja die Erklärung für die, ich sag mal, schlechteren Spiele. Ja, ich habe mich jetzt dann so mal ausgedrückt.